Lieben, fast hättet ihr mich nicht wiedererkannt. Ich war beim Friseur und sehe ganz anders aus als sonst. Aber wir lüften das Geheimnis. Ich fange am besten gleich an mit Floristik. Ha, wieder ein bisschen heller und blonder. Bin ich froh. Bisschen geschnitten und ich fühle mich doch gleich ein bisschen wohler. Das kennt ihr bestimmt. Ich habe heute eine Idee für euch. Die ist im Prinzip nicht ganz neu, mit dem Glas, mit dem Gummiband, aber es ist eine super Alternative für den Osterstrauch oder den Osterstrauß. Also, ich hole mal einen, zeige euch mal, ich habe zwei Gläser vorbereitet schon, weil das ist nicht mal eben so gemacht. Da war ich ein bisschen dabei. Erstmal braucht ihr ganz viele Zweige. Und ich hatte das Glück, dass ich die gefunden habe bei uns in der Marsch. Und das sind so ja, einjährige Triebe. Die werden dann so ganz geradlinig und gerade und steil wachsen die. Man nennt sie auch, also den Wuchs nennt man auch Geilwuchs. Ja, warum auch immer, wieso, weshalb. Meistens sind sie eben schlicht, aber ab und zu haben sie dann auch mal so Verästelungen und Verzweigungen. Ich hatte dann auch nicht ganz so viel gefunden. Da macht man hier, könnte man nämlich dann auch Eier dran platzieren. Der Unterbau ist ein richtig schönes, dickes Glas. Ich lüfte mal eben hier das Geheimnis. So sieht das Glas aus, damit es auch schön fest steht. Und zweimal dicke Gummibänder, einmal ein bisschen höher, einmal ein bisschen weiter runter. Und dann kann man halt immer die Zweige super dahinter stellen. Das Ganze fülle ich jetzt mit Wasser auf. Ich habe das auch gleich zweimal fertig gemacht und bestücke das jetzt mit französischen Tulpen. Die zeige ich euch mal. Ich habe ganz schöne bekommen. Tada! Diese super gefüllten hier, die sind natürlich vom Allerfeinsten. Ich glaube, die haben noch so einen leichten, ja, Rot-Pink-Ton, so einen Streifen noch mit drin. Wir werden sehen, wie sie aufgehen. Und dann habe ich die schlichten, einfachen französischen Tulpen. Die haben so einen leichten Gelbton. Ich wollte weiße haben, aber man erkennt das ja manchmal gar nicht, wenn die so grün sind. Dann habe ich noch etwas Schneeball und etwas Wachsflower. Wachsflower, finde ich, ist eine tolle Alternative zum Schleierkraut. Das ist schön haltbar einfach. Und ich finde, das passt auch zu dieser Weide von der ganzen Struktur. Die kleinen Knospen haben den Ton. Und es ist einfach super schön haltbares Füllmaterial. Ich finde aber auch den Schneeball ganz frisch mit seinen hellgrünen, schönen Blütenständen. Die passen dann wieder ganz toll zu den grünen Stielen der Tulpe. Gut, und beim Schneeball seht ihr, ich habe mir schon im Vorfeld die Mühe gemacht, alle Blätter zu entfernen. Ganz wichtig, damit eben die ganze Power in die Blüte geht. Man muss auch ein bisschen so ein Mittel reinmachen, das ist dann meistens auch dabei. Und ihr seht, wie schön dieser frische Grünton dieser Blüten zu diesen grünen Stängeln der französischen Tulpe passt. Und auch die habe ich im Vorfeld komplett von den Blättern befreit, damit eben auch die Tulpe die ganze Kraft in die Blüte geht. Und weil es einfach auch puristischer, klarer, geradliniger aussieht, so in der Eventfloristik, in dem ganzen Bereich Hotellerie und Events, da wird halt auch ganz oft so gearbeitet, dass man das ganze Blattwerk entfernt. Das ist viel Arbeit auch für den Floristen. Und im Vorfeld, was man gar nicht so sieht oftmals, aber es macht eine Menge aus, weil wenn jetzt die ganzen Blätter hier wären, hätten wir es alles so grün und dann würde das gleich gar nicht so cool und stylisch aussehen. So, und jetzt zeige ich euch, wie ich das arrangiere. Erstmal noch Wasser auffüllen. Oh Leute, es ist nochmal so richtig kalt geworden. Ihr, echt, wenn ihr wüsstet, wie ich hier nach unten hin aussehe mit dicker Jogginghose und Strumpfhose. Gut, dass man nur bis hier gucken kann. Es ist richtig kalte Flossen habe ich nochmal bekommen. Aber wir haben ja auch noch Winter, ne? So ist das. Oh. Also, gut vorbereitet. Jetzt gucke ich erstmal von den Längen. Das ist nämlich das Tolle an den französischen Tulpen, dass ich sie jetzt einfach auch so lang hier platzieren kann. Wenn die dann auch schon mal so in so einem Bogen sind, dann verfangen die sich auch ganz toll in den Zweigen. Ihr könnt natürlich auch andere Zweige nehmen, die ihr so habt. Ach, guck mal, der hängt hier jetzt schon so drin, ne? Cool. Was bietet sich noch an? Also Birkenreisig bietet sich an. Es gibt ja auch die Hängeweide. Die würde sich dann aber oben so ein bisschen verbiegen in alle Richtungen. Dann würde man sie vielleicht wieder unten einarbeiten, so verdreht. Das wäre auch möglich. Und ich habe ja danach noch was damit vor mit den beiden Gefäßen. Ich mache die jetzt mal so schön fertig. Muss ja ein bisschen aufteilen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Ich habe mir nämlich überlegt, ich habe ja oben bei mir so ein ganz großes Tablett. Im Anschluss werde ich diese Gefäße in dieses Tablett reinstellen und dann noch Wasser auffüllen bis hierhin. In der Hoffnung, dass dann wirklich hier überall kleine grüne Blätter rauskommen.
Das werde ich euch natürlich dann zeigen, wenn es dann richtig toll blüht. Ich weiß nicht, ob ich es in ein YouTube-Video reinpacke oder sonst folgt mir doch mal auf Instagram. Da machen wir dann eine schöne Fotoserie davon oder Facebook. Auf jeden Fall bin ich selber sehr gespannt, ob die dann gut aufgehen. So, als nächstes kommen die. Da gehe ich jetzt von außen so ein bisschen ran, dass ich die hier auch mal eben hier hinter einmal so setzen kann. Es verfängt sich alles total gut. Sowas ist genau meine Floristik, mein Stil. Das liebe ich wirklich richtig, weil es nicht so verhackstückselt ist, so alles so, ja, so, ich weiß zwar, dass das kurze, komprimierte, haltbar ist und so ein Verschenken auch immer ganz toll ist, aber ich glaube einfach, dass dieses Lange auch wirklich seinen Charme hat und auch mal, aber es ist ja auch ein bisschen gemein, dass ich das jetzt so schnell zeige, ne? Die Vorbereitung sieht keiner, die Ware zu holen, alles abzuschruppeln und so, also man braucht schon ein bisschen länger, um das hier zu arrangieren, als die Zeit, die ich, also wie es jetzt hier so im Video aussieht, so kurz. Ne? So einfach ist es auch nicht. Aber zum Gucken ist es natürlich angenehmer, wenn es schon so weit vorbereitet ist. Aber wenn ihr das wirklich dann als Osterdeko machen möchtet, dann plant da bitte Zeit ein. Das ist schon so ein bisschen aufwendiger auch. Könnte ich mir auch schön mit Kirschzweigen vorstellen. Und es müssen ja auch nicht unbedingt jetzt diese Farben sein. Das sind halt meine Farben. Aber ich kann mir das auch super gut vorstellen mit dunklen Zweigen und mit pinkfarbenen und roséfarbenen Blumen. Also ganz wie ihr möchtet. Ja, und wo ich gerade so dabei bin, hier diese frischen Sachen zu arrangieren. Ihr wisst ja, am 14.03. gibt es unsere Live-Schalte, unsere Oster-Live-Schalte. Den Sonntagvormittag von 11 bis um 12, so eine Stunde, so eine knackige. Und ja, wir freuen uns total schon, Maria und ich bereiten uns schon drauf vor. Und mit Frischblumen auch, mit frischen Pflanzen und so, würden wir uns freuen, wenn wir dann mit euch sozusagen so einen frischen Osterbrunch haben. Also wenn ihr dabei seid. Letztes Mal waren echt super mega viele dabei. Das war ja auch Weihnachten. Klar, das ist nochmal so ein richtiger anderer Hype. Da war da natürlich, wir hatten glaube ich über 14.000, die dabei waren und live zugeschaut haben. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Drittel des Weserstadions und das ist im Moment leer. Also ich meine, das sind schon viele Leute, die dann zugucken. Und da merke ich dann auch so, was heißt nervös, aber man ist so ein bisschen nervös, dass es dann technisch auch alles klappt und dass man das alles so, ich meine, Maria und ich sind ja nun, was heißt keine Vollprofis in unserem Beruf schon, aber mit dem, es war dann auch neu, es war die zweite Schalte, wir hatten ja letztes Jahr zur Sommerzeit eine ganz tolle, die erste, die hat schon super funktioniert und geklappt. Und dann Weihnachten, die zweite, wir waren so glücklich danach und unsere Kamerajungs auch, die haben auch so im Karree gesprungen, haben sich gedacht, yes, Gott sei Dank, nichts ist abgestürzt und so. Und das ist schon so, was ja diese Zeit auch so mit sich bringt, dass man auch an diesen Aufgaben wächst. Es ist toll, dass es das gibt, dass das möglich ist, weil so können wir auch so ein bisschen interagieren, dass ihr dann Fragen stellt und ja, und auch, wir wachsen auch da dran, ne? Also, Jungs hier sind hoch motiviert und dann geht man auch so wieder neue Wege. Ne? So sieht es jetzt schon mal aus und hier auch. Jetzt kommt noch die, wie viele Tulpen habe ich eigentlich insgesamt? Ich muss mal eben zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 20. Ich glaube, insgesamt habe ich jetzt natürlich hier für den Show-Effekt 40 Tulpen. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch mit viel weniger Tulpen machen, das ist ja klar. Je kleiner das Glas, also je schmaler, es könnten ja auch diese Gläser nur sein, in dieser Größe, wo ich jetzt die Pflanze drin hatte. Oder je kürzer auch das Glas und die Zweige. Man könnte das Ganze entweder ganz gerade abschneiden, dann ist es sowas ganz Kompaktes. Man könnte aber auch die Zweige hintereinander noch setzen, dass es dicker wird.
Und dann könnt ihr natürlich auch, wenn euch das Gummiband nicht gefällt, noch ein tolles Band rummachen. Ich habe auch schon überlegt, das ist ja jetzt schwarz, Gott sei Dank, zum Glück. Das sieht so ein bisschen aus wie das. Man könnte es aber jetzt auch mit Rebendraht umspannen, verzwirbeln und das Gummiband dann abschneiden. Dann müsste es ja eigentlich auch halten im Anschluss. Aber ich finde halt auch irgendwie ein nettes Osterband, wo so ganz schmal frohe Ostern, kleiner Hase so lang hoppelt. Oder ich habe ja hier, ich stehe ja wieder, ich bin ja nicht im Osterhasenstall, sondern im Hühnerstall. Da bleibe ich jetzt auch treu der Sache. Ne? Jetzt haben wir nämlich neue Hühner reingeflogen bekommen hier, diese schönen großen, endlich wieder in Silber, nicht nur Gold. Ne? Für alle, die sagen, oh, die Gold, ich brauche nochmal Silber, haben wir jetzt kleine Hühnchen und auch vor allen Dingen so schöne große in Silber. Und zu denen passend habe ich auch gedacht, muss ich auch irgendwas Edles haben im Hintergrund, dass es passt. Aber wie gesagt, wer es verspielt mag oder so ein bisschen, ja, im Landhausstil oder auch, aber man könnte ja auch, was weiß ich, irgendwie, also ich lasse es jetzt schlicht, weil bei mir passt das mit dem schwarzen Gummiband auf diesem großen Tablett gut. Aber ihr könnt das auch noch tausendfach weiterentwickeln und verändern. Und wie gesagt, wenn man hier dann noch an den Verzweigungen Eier reinhängt oder Äste und Zweige quer durchschiebt und da was ranhängt, ja, so what, geht alles. Ne? Also ich werde gleich, glaube ich, noch mal ein paar Federn da drin fliegen lassen, ne? Von den Hühnern. Und ach, guck mal, ich brauche gar nichts einkürzen. Ich hatte erst gedacht, ich kürze dieses Wachsflower ein, aber irgendwie brauche ich diese Höhe hier oben auch noch, dieses Weiße dann. Was soll das alles hier unten sein? Das passt eigentlich ganz gut. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie teuer die Blumen im Moment sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit der Jahreszeit, mit der Kälte, mit dem Frost zu tun hat oder insgesamt mit den Lieferketten. Ich war echt ein bisschen überrascht. Deswegen sage ich ja auch, also ich mache es jetzt natürlich in üppig fertig, aber man kann das Ganze auch mit weniger machen dann, je nachdem, wie es passt bei euch. Und es liegt nicht am Floristen, also die sind wirklich schon im Einkauf auch echt angestiegen. Die Preise, das ist schon ein bisschen doof. So, also wenn ihr den Grundbau fertig habt, seht ihr, dass die Gestaltung als solches im Ganzen gar nicht mehr kompliziert ist. Es ist halt viel Vorbereitungszeit, alles zu entblättern, natürlich auch hier bis zur Hälfte alles weg, dass das unten nicht so verzweigt ist, dass das der Linie treu bleibt, hier gerade und dann oben darf sich das ein bisschen entfalten. Aber ich glaube, dass ihr da, wenn ihr erstmal diese Grundidee seht und habt und euch das gefällt, dass ihr dann auch sagt, ja, also ich mache das jetzt mit meinem Obstschnitt, den ich gerade habe oder mit Heidelberggrün, Heidelbergkraut. Einfach ganz viel, ein so ein Kolli kaufen und dann wirklich so dieses ganze schöne grüne Heidelbergkraut, meinetwegen auch mit Wickeldraht eben, und dann in der Mitte so ein ganzes schönes, dickes Tulpenbund rein. So auch meinetwegen ganz bunt gemischt. Gefüllt, schlichte, pure, pinke, rosa, weiß, vielleicht ein bisschen Gelb mit rein und so und dann so ganz kurz und knackig und packt. Dann hast du nicht die großen Dinge, sondern hast du sogar so zwei so schöne Gefäße auf dem Tisch zu Ostern. Das finde ich mir auch ganz schön. Ich weiß jetzt nicht, welche Seite ihr habt, aber sie sind alle irgendwie ganz schön. Ha. Qualmrauch. Marie hat mir ein paar Federn gegeben. Einmal diese ganz tollen langen. Jetzt muss ich mal gucken, was gut aussieht. Die sehen natürlich super da drin aus. Ne? Die nächste Größe wäre jetzt die mit dieser Goldkante. Da ist ja auch so ein Stick da dran. Die könnte ich dann im Prinzip sogar hier noch so mit integrieren. Da muss ich gleich selber mal gucken, was dann gut aussieht. Es müssen auch gar nicht so viele sein, ein paar einfach nur. Ab und an mal so eine Feder. Und hier könnte ich mir das mit diesen größeren auch ganz gut vorstellen, wenn ihr einfach so mittendrin kreuz und quer hier oben nochmal so spielerisch rausragen. Ich finde das immer so witzig, wenn ihr mir Fotos schickt, wo ihr so tolle Arrangements fertig macht per E-Mail. Und ganz oft sehe ich, dass ihr dann die Federn so ansetzt wie zwei Indianerfedern. Einfach so oben noch so reinsteckt. Also hier mache ich das zwar jetzt auch wenn wir einen Kranz haben, dann nehmen wir wirklich irgendwie so einen ganz geschmeidigen Griff haben wir dafür, dass die Feder so von der Seite noch reingeschoben wird. Das ist schon, das macht auch ein bisschen was aus, als wenn man jetzt irgendwie so macht oder die Federn dann meinetwegen so rausstehen. Das ist also vielleicht so ein bisschen so mit den Federn auch so arbeiten, wie sie in der Natur. Also das ist ja jetzt ein ganz anderes Prinzip mit dem Draht. So kann man das machen. Aber ich finde es so dekadenter mit den großen Federn, wie sie hier drin sind. Und wie gesagt, es dürfen gar nicht viele sein. Sie müssten dann vielleicht auch eher auf dieser Höhe sein. Als wenn da so eine Hase mit zwei weißen Ohren rauslugt. Aber das ist halt einfach hier, dann wäre eine andere Gestaltungsart, ne?
wenn man die jetzt hier außen und um zusetzt. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr besser findet. Diese Variante oder die. Gut, oder man kann halt auch mit so einem kleinen Draht dann die Federn hier einzeln anbinden. Oder hier, es gibt auch noch die Spielerei, dass man hier das abschneidet, kleines Ei raufsetzt, um das Ganze österlicher zu gestalten. Das bräuchte ich jetzt aber eigentlich gar nicht. Das wäre, ist witzig, kann man machen, aber ich würde das jetzt so puristisch und klar, wie es ist, lassen. Und dann lasse ich mich einfach mal überraschen, wie es aussieht auf meinem Tablett in meiner warmen Stube. Ihr seht ja, mein Atem steigt zu den Schuppen hier rauf, wie die sich entwickeln. Sie können ja nicht umkippen, sie werden ja sozusagen von der Natur festgehalten, von den Ästen, die Tulpen. Also sie können nicht den machen und dann gucken wir mal, wie toll sich das Grün oder die Zweige, wie toll die aufblühen. Da bin ich schon sehr gespannt. Also ich werde euch das zeigen. Vielleicht habe ich dann andere Blumen da drin. Muss ich mal sehen. Oder vielleicht habe ich bis dahin noch wieder eine ganz andere Idee. Aber auf jeden Fall ist es einfach schon clever, wenn man eine kleine Glasschale oder ein Tablett oder im letzten Video habe ich euch ja diese schwarzen Gefäße gezeigt, die hier so als Abschluss ein bisschen mit Wasser auffüllen. Und das sieht, glaube ich, dann nochmal richtig, richtig gut aus. Also in diesem Sinne, wenn euch das Video Spaß gemacht hat und euch die Idee gefallen hat, freue ich mich natürlich über Daumen hoch. Und ich freue mich auf unser Live-Event am 14.03., den Sonntag, von 11 bis um 12. Ich weiß noch gar nicht, ob es Eierlikör oder Eierpunsch gibt oder ob wir vielleicht einfach mal noch wieder was anderes machen. Wir müssen ja auch nicht unbedingt trinken, ne? Wir können ja auch einfach doch ein bisschen. Also, wir sehen uns in Kürze mit Witz. Ich freue mich. Bis dahin, eure Imke. Ciao.